Hallo Welt, da sind wir wieder. Preston ist fleißig am Wasserpumpen und wir begeben uns jetzt nach Prevere Station Beach. Heißt das wirklich so? Prevere Beach Station, so rum heißt das. Ja, aber dahin gehen wir jetzt. Das heißt, wir müssen einmal die Straße hinter uns nehmen und dann die nächste Ausfahrt rechts. Straße hinter uns, diese da. Scheint so. Diese hier. Hier lang. Ja. Und die nächste Ausfahrt rechts eben. Ach, wir folgen den Händlern. Auch gut. Oh, die Trainingsstation. Ja. Rekrutierungslager der Nationalgarde. Eine Bewegung und du bist tot, Ölfänger. Ach so, ja, ich bewege mich schon. Oh, ist das das? Ach, so ein Mist. Muss das jetzt sein? Das gibt's doch nicht. Alles noch dran. Blähfliegendrüse und Blähfliegenfleisch. Immerhin. Das ist es nicht ganz. Nicht ganz. Oh, Supermutanten. Ah ja, die haben uns auch schon entdeckt, wie es aussieht. Supermutanten sind ja jetzt nicht unser Auftrag. Da hängt irgendetwas runter. Es hängt am seidenen Faden. Sind da Lampen dran? Nein. Aha, wir haben vergessen, irgendwas zum Schießen mitzunehmen. Das müssen wir dann hier finden. Munition. Da sind schon mal Mülltonnen. Mal sehen, was da drin ist. Aha, 38er Patrone und Schachtelzigaretten. Hier ist nichts drin. Und hier im Haus? Irgendwas, was explodieren kann? Erstmal nicht. Oh, Bourbon. Aha, sehr schön. Kronkorken. Hundefutter in der Dose. Und Kronkorkenmine. Wer lässt die einfach so da stehen, frage ich mich. Und jemand, der sich mit einer Bierflasche zu Tode getrunken hat. Oder geraucht. Aber wirklich nichts weiter hier? Ja, der hat dann wahrscheinlich Fallout 4 gespielt, bis zum Abwinken, und ist dabei dann eingeschlafen. Hat nicht mitbekommen, was um ihn herum passiert. Ah, das ist schon mal ein ganz gutes Versteck hier oben, aber es geht noch besser. Natürlich kommen hier Raider auch hin. 10 Schuss. Sehr schön. Ah ja, da unten rein müssen wir. Irgendwo. Halte die Fenster im Auge. Wäre ein perfekter Ort für einen Hinterhalt. Irgendwo geht es hier rein und irgendwoher kommt ein Scheinwerfer. Da hinten ist jemand. Tatsächlich ist da schon einer von den Plünderern. Na gut. Raider-Plünderer. Und los geht's. Aber wir haben zweimal getroffen. Eröffne das Feuer! Ah, leider konnte sie schießen und damit wahrscheinlich die anderen alle alarmieren. Oh, da sind viele und ein Hund.
Jetzt geht's los. Ein Hund in Kampfrüstung. Der ist gleich hier oben. Uah, und ich bin unten. Immer diese Löcher im Boden. Verflixt. Nichts wie wieder hoch. Na, ah, Preston im Wegsteher. Ah, oh, das sind viele. Ach, das ist so einer in Rüstung. Das ist ja fies. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Oh nein. Wir haben bestimmt vergessen abzuspeichern. Das wird wieder eine richtige Herausforderung. Zu wenig Munition. Oh. Hier haben wir das letzte Mal abgespeichert. Na gut. Ich hoffe, wir finden immer noch Munition da. Ein Hund. Nicht daneben, da drauf. Es war zum Glück nur einer. Kronkorken hat er gegessen. Und Fleisch vom Mischlingshund hat er dabei. Und es geht weiter. Da leuchtet was. Da so. Ups. Hier könnte man schlafen. Nee, könnte man nicht. Und 38er Patronen und Schachtelzigaretten. Immer noch das gleiche drin. Mehr war ja nicht. Ach doch, die Kronkorkenmine. Und Kronkorken. Man könnte da drüben noch nach Munition suchen oder da unten. Oh, daneben. Ah, er ist legendär. Das ist kein guter Anfang. Wirklich nicht. Wirklich kein guter Anfang. Oh. Ach. Wir müssen erstmal was trinken. Oh, da geht's auch noch da hinten. Super Mutanten. Ist ja ganz schön was los. Preston hat sich wieder gesetzt. Er ist schon bedient fürs Erste. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Keine Supermutanten mehr. Ach, die hätten wir vielleicht zu den Raidern locken können. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Das stimmt nicht. Nee, lass uns was essen. Ich bin am Verhungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner überfällt. Ja, ja, schon klar, Mann. Warum hast du eigentlich immer so eine scheiß Laune? Darum bin ich auch noch am Leben. Und weil ich dir deinen jämmerlichen Arsch verlassen habe. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Du machst wohl Witze. Kronkorken hat er dabei, Fleisch vom Mischlingshund und Hunderüstung, doppeltes Hundehalsband.
Und Stachelmaulkorb. Das ist ja mal interessant. Hab sie gefunden. Mach sie fertig. Einer weniger. Komm schon! War das etwa alles? Oh, da hat er aber Glück gehabt. Da aber nicht. Und, ja, wie man sieht, vielleicht Glück, vielleicht auch nicht. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Boah. Erstmal nicht. Erstmal trinken. Jetzt müssen wir aber erstmal trinken. Ein Stimpack wäre vielleicht auch ganz gut. Gegen die Verletzung nur. Oh. Wie war das mit dem Geduld? Geduld, gedulde dich. Ah. Ja, so gibt das doch nichts. Spielchen mit mir spielen, was? 10 Schuss nur. Nicht so gut. Ach, da hätten wir den Kopf erwischt. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ja, komm, komm, komm. Schmerzlos. Glaub mir. Ja, wir sind wieder aufgeladen. Ach, das müsste doch gesessen haben jetzt. Bei dir? Nee, wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Noch nicht. Das sagt mir mein Gefühl. Komm schon raus. Trau dich. Ah, jetzt kommt der andere. Ah komm, 2 Schuss noch. Ach so doch nicht. Jawohl. Sehr schön.
Und wie es weitergeht, liebe Welt da draußen, werden wir sehen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, Daumen hoch, Kommentare und Abos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.